Das ist ja alles so ein bisschen gequetscht, ne? Ja, und so wie es aussieht, habe ich keinen Freund. Hast du keinen Urlaub gekriegt? Der will wohl doch aufmachen, der ist sich aber nicht sicher und das ist dann hin und her und ich stelle mich jetzt besser mal darauf ein, dass ich arbeiten darf. Ja, ich habe mir Urlaub genommen. Weil Es ist so sonst. arbeitnehmerfreundlich gelegt, da musste ich Urlaub nehmen. Ich habe, glaube ich, mit 5 Tagen fast 2 Wochen Urlaub. Das ist echt genial, Ich bin mal gespannt, wie lange ich da noch bin. ey. So, ist jetzt mal alles draußen. Bitte. So, was haben wir denn da? Ist nix. Können wir hier runter? Ah, da ist noch mehr Kohle. Sehr gut. Was ist denn dahinter? Wo ist denn da Kobbel? Ach, da war bestimmt so ein Flusslauf mal drin. Ich mal zugemacht habe. So, da unten haben wir doch bestimmt auch noch irgendwas Tolles. Nicht mitgenommen. Da ist doch Kohle, ich sehe sie. So, ich glaube, Holz habe ich jetzt alles. Hops und hops und hops. Und da sind wir uns schon an der Kohle dran. Unglaublich, dass man noch mal in eine Höhle geht für sowas wie Kohle, ne? Ja. Normal hätte man jetzt gesagt, okay, man hat das, ne? Ja. So. Aber wir sind ja auch am Bauen wie so Weltmeister. Auch viel mit Stein und Glas und Ziegel und was nicht ja. alles. Und dann auf 5 Öfen verteilt, damit das Ganze auch ein bisschen schneller geht. Wobei im Let's Play Minecraft, da hatten wir auch so viel gemacht, ne? Und da hatten eigentlich keine Probleme, ne? Weiß ich gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Das ist schon ein bisschen her. Ja, wenn das hier vorbei ist, machen wir erstmal eine kleine Pause mit Minecraft und starten ja dann das nächste Projekt. Da wurde ich auch schon oft angeschrieben, ob ich das nicht schon längst mal sagen könnte, was wir denn danach vorhaben. Da habe ich gesagt, nein, da müsst ihr leider abwarten. Und so bleibe ich eigentlich auch dabei. Wenn es soweit ist, erfahrt ihr das noch früh genug. Ne? Ja. Spinne. Ich glaube, dieses Gliederfüßer ist irgendeine Vergiftung, weil die sind immer so grün danach. Das sieht mir nach einer Vergiftung aus. Okay. Guck mich die ganze Zeit um wegen diesen blöden Zombies vom letzten Mal. Ohne Scheiß, ich habe keinen Bock, nochmal wegen so einem Penner in die Lava zu fliegen. Ja, es war gemein, ne? Ja, zumal du hast nur Möhe tot. Ich meine, gut, das hat noch ein bisschen gedauert, bis ich gestorben bin, aber im Prinzip war es Möhe tot, weil ich konnte mich ja danach eh nicht mehr wehren. Ich grab mich jetzt einfach mal weiter durch. Vielleicht finde ich ja nochmal so eine kleine Höhle. Das wäre ja schon irgendwie witzig. So, das haben wir. Schnell was essen und dann weitergraben. Eisen. Autsch. Oh, was ist das denn? Blau? Ach, Lapis. Hängt hier mal eben so in der Decke. Lapis. Sehr schön. So, Gold ist auch hier direkt noch nebenan. Ja, warum nicht, ne?
Ich finde, aus Gold kann man zu wenig machen. Ja. Man kann zwar damit diese Turboschienen bauen, aber ich finde, aus Gold kann man einfach zu wenig machen. Ich finde, da fehlt noch irgendwie was. Meinetwegen sollen sie auch irgendwas erfinden, was man mit Gold macht, weil immerhin ist das ja ein kein realistisches Spiel oder an Realismus aufgebautes Spiel. Vielleicht irgendwie Schmuck, weißt du, was auch als Rüstung dient. Irgendwie sowas, ja. Weißt du, dass du eine Halskette dann tragen kannst noch. Ja, oder einfach irgendwas anderes, ist mir eigentlich egal. Einfach was ausdenken, weißt du? Ja. Kann man ja von Entwicklern erwarten, dass sie sich ein paar Gedanken noch machen. Aber weißt du, was noch alles in Minecraft kommt? Ja, ist ja jetzt wieder ein Patch erschienen, aber ich habe nicht so ganz verstanden, was sich geändert haben soll, wenn ich ehrlich bin. Also nee, die haben jetzt das mit Twitch gemacht, dass du da über Twitch direkt broadcasten kannst. Aber was? Twitch, das ist doch dieses, wo wir auch mal einen Livestream drüber gemacht hatten. Ja, ja. Das okay. Kannst du jetzt wohl irgendwie direkt machen über Minecraft oder so. Keine Ahnung. Oh, Moment. Ich muss die Hacken tauschen, weil sonst geht mir gleich wieder die Hacke kaputt. Die verzauberte natürlich. Ja, das wäre mies. Aber bei mir in Minecraft hat das zum Beispiel nicht geklappt, ne? Ich hatte zwei verzauberte Spitzhacken genommen und repariert. Und der hatte nur den einen Wert von der Spitzhacke gehabt, die noch in Ordnung war. Dann hast du irgendwas falsch gemacht, weil das ist wirklich so, dass wenn du zwei verzauberte Hacken an den Amboss packst, ja, dann kannst du sehen, dass das Ergebnis daraus die Verzauberung der beiden ergänzt ist. Also ob das jetzt immer sich addiert, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch irgendwann einen maximalen Wert. Ah. Aber du musst auf jeden Fall eine hohe Levelanzahl dann zahlen, um das dann addieren zu lassen. Weil, vielleicht war die eine Hacke, die du reingetan hast, eben nicht verzaubert. War beides verzaubert. Eine war kaputt und eine war ganz. Ja, warum willst du denn mit einer ganzen und einer kaputten das schon machen? Dann macht er erstmal beide fast kaputt. Sonst bringt dir das ja nichts. Das ist genauso wie wenn du eine kaputte Hacke mit einer ganzen ins Inventar ziehst. Du kannst ja auch im Inventar reparieren, ne? Ja. Wenn du zwei Hacken da reinziehst. Ja. So, das bringt dir aber auch nichts, wenn du das mit einer ganzen und einer kaputten machst, weil die ganze ist ja sowieso ganz. Ist ja dann sinnlos, mit der zu reparieren. Verstehst du? Ja. Ja, wie gesagt, bei mir hat das nicht geklappt. Ich hatte erst die kaputte reingetan. Und dann die ganze. Und da war nur ein Wert und auch noch das schlechtere von denen wurde übernommen. Hm. Das ist dann echt blöd, ja. Ich finde hier keine andere Höhle. Als wenn wir nur diese eine hier hätten. Weit soll ich mich denn hier noch in die Richtung graben? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich bin. In welcher bist du denn rein? In der Standardhöhle. Standard. Müsste aber eigentlich noch genug sein. Ja, klar, aber ich wollte mal was... jetzt glitsch ich hier gerade. Wollte mal was Neues ausprobieren. Indem ich eben mich einfach mal in eine Richtung grabe. Und hoffe, dass ich auch was finde. Ich meine, ich habe ja schon ein paar Ressourcen jetzt gefunden, aber... Ah, Moment. Ich habe gerade ein Skelett gehört. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Nur wo? Hier? Aha, ich habe was gefunden. Hast was gefunden? Ja, ein Skelett. Komm her. Quatsch. Oh. Ein Minenstollen habe ich gefunden. Oh. War man an dem schon? Nee.
Glaube ich nicht. Hoffe ich nicht. Hatten wir schon mal Minenstein? Ja. Tja. Kann sein, muss aber nicht, ne? Ich glaube, du warst mal in einem Minenstein, hattest die... Echt? Ist ja interessant. Dingens mitgebracht, die Schallplatte. Stimmt. Ich kann mich, glaube ich, wieder vage erinnern. Das ist ja bei mir so ein Phänomen, ne? Mit dem Erinnern, das ist nicht so ganz meine Stärke, will ich mal sagen. Ja, da muss ich dir auch recht geben. Dankeschön. Dafür habe ich andere Stärken. Zum Beispiel Kekse essen. Kann ich ganz gut. Ja, ist mir jetzt gerade mal spontan eingefallen. Würde ich jetzt mal als Stärke von mir betiteln. Okay. Doch, ja. Ja. Oder zum Beispiel auch, was könnte man noch nehmen? Mathe? Mathe ist ganz, ganz okay, glaube ich. Ach, das ist ernsthaft der Stollen, in dem ich schon war. Echt jetzt? Ja. Unglaublich. Ah, vielleicht hast du da auch irgendwie... Ja, Eisen. Eisen. Ernsthaft. Und ich dachte, ich hätte was Neues gefunden. Oh, ich habe mich so Ewigkeiten in die Richtung gegraben. Und dann finde ich nur das, was ich sowieso schon kenne. Ah, vielleicht weiß er da auch noch nicht überall. Ich bezweifle es. Weil... kannst ja auch nur begrenzt Sachen mitnehmen. Ja, ja, hier liegen ja überall noch Sachen rum. Das ist jetzt nicht, ne? Aber... was mache ich denn mit den Schienen? Die lasse ich hier, ne? Ja, Schienen im Mittelalter sind ein bisschen komisch, ne? Ja, würde ich mal sagen. Gehen wir mal hier hoch. Was haben wir denn hier? Hallo? Jemand zu Hause? Hier ist aber doch alles abgegraben. Hops, hops. Gehen wir hier runter. Ah, da war ich noch nicht. Das sehe ich. Hier ist dunkel. Da ist ein Spawner. Was denn für einer? Dieser giftige Spinnen-Spawner. Oh, pass auf. Lol, was hatte ich denn das hier gerade für Ruckler? Da kommt schon einer. Komm her. Komm her. Au, ah, du blödes Viech. Platz schaffen. So. Licht. Oh, der ist ziemlich in die Ecke gequetscht, deswegen sind auch nicht so viele Viecher gespawnt. So. Kohle. Ich glaube, ich muss Schwert tauschen. Ich will die Schwerter nämlich auch vereinen. Vereinen? Oh. Ja, ich will sie endlich vor dem Altar trauen und für immer eins machen. Oh, ja. Dann habe ich nämlich Schärfe, Rückstoß und Nemesis, den Gildenfüßler, in einer Waffe. Stelle ich mir ziemlich awesome vor, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber das muss ich tun, für die beiden. Sie wollen's. Unbedingt tun. Ja, ich muss mir auch nochmal ein Schwert craften. Mit dem Schaft in die Scheide. es heißt so. Ja, ich weiß. Da kann ich nichts für. Ich habe die Wörter nicht da eingefügt. Und, ja, da mal gucken. Weil die, das Schwert, was ich habe, ist ja richtig geil mit der Verbrennung. Ja, das stimmt. Gibst du mir das? Nö. Schade. Das hätte ich nämlich auch noch gerne damit mit den anderen beiden. Dann hätte man Dreier gehabt. Und das hätten die bestimmt ganz schön gefunden. Dann hätten wir zwei Schäfte und zwei... Ah ne, das wäre ja dann einer zu wenig.